Hey, willkommen zurück hier am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich einige der besten Tipps und Tricks für dich dabei, wenn es ums Thema Frauen kennenlernen geht. Du weißt ja, ich bin seit mittlerweile 5 Jahren unterwegs und lerne regelmäßig Frauen kennen, habe bestimmt über 2000 Frauen mittlerweile angesprochen, habe mit Hunderten, Tausenden von Männern, wenn man es online dazu zählt, zusammengearbeitet und habe ihnen gezeigt, wie man Frauen anspricht, was es dabei zu achten gibt. Und die besten Tipps, was das angeht, habe ich dir jetzt in diesem Video mitgebracht. Klick, bevor du das Video schaust, nochmal schnell auf das Bild da oben und lad dir einfach dein Gratisartikel in 3 einfachen Schritten jede Frau bekommen runter. Dort lernst du, wie du jede Frau bekommen kannst, egal ob du sie schon kennst oder ob du sie noch nicht kennst. Und das in 3 einfachen Schritten, die auch du nachmachen kannst, selbst wenn du noch ein Anfänger bist. Viel Spaß mit dem Video. Also eine der wichtigsten Sachen zum Anfang. Es ist schon mal ganz wichtig und das sind die Anfänger, die das wirklich gar nicht wissen. Ja, das ist jetzt für dich, der vielleicht schon sich ein bisschen auskennt, nicht so relevant. Aber Frauen kennenlernen heißt nicht Frauen kennenlernen im Bekanntenkreis oder Frauen kennenlernen in der Uni, in der Schule. Das kannst du auch machen, aber es geht auch darum, die Fähigkeit zu entwickeln, Frauen im Alltag kennenlernen zu können. Frauen, die dir auf dem Weg zur U-Bahn entgegenkommen. Frauen, die dir im Buchladen gegenüberstehen und ein Buch lesen. Frauen, die du im Nachtclub siehst. Wobei ich finde, dass der Nachtclub der Straße so ein bisschen unterlegen ist. Am Tag habe ich das Gefühl, besser Frauen kennenlernen als nachts. Da ist einfach eine andere Atmosphäre. Du musst nicht, also wenn man nachts mit einer Frau quatscht und man tauscht zum Beispiel Telefonnummern und will mit ihr ein Date an einem anderen Tag ausmachen, weil du jetzt müde bist und musst morgen arbeiten, willst aus dem Club nach Hause gehen, dann kann es oft passieren, dass du die Frau nicht mehr wieder siehst. Ja, wenn du sie am Tag ansprichst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie euch nochmal wieder sieht, wenn du es richtig machst. Also wenn du ein Anfänger bist, dann bedeutet das für dich, lerne, wie man Frauen am Tag kennenlernt, lerne, wie man Frauen in der Nacht kennenlernt. Ja, das kannst du unter anderem hier durch meine Videos lernen, aber auch durch meinen Online-Kurs, in dem du dich eintragen kannst mit einem Klick auf den Link unten oder mit einem Klick auf das Bild, was da vorhin zu sehen war. Ansonsten kannst du auch gerne zu mir ins Coaching kommen, da zeige ich dir, wie das funktioniert. Die nächste Sache ist, dass du bereit sein musst, auch Fehler zu machen. Ganz viele Leute wollen eine Frau kennenlernen, wollen die Frau ihre Träume haben, aber wollen auf keinen Fall Abfuhren bekommen, wollen auf keinen Fall Fehler machen auf diesem Weg. Wenn du so eingestellt bist, dann wirst du niemals in deinem Leben die Traumfrau treffen oder die Frau, mit der du eine coole sexuelle Beziehung haben kannst, die wirst du einfach niemals treffen. Du wirst gar nicht wissen, wie oft ich Scheiße bauen musste, wie viele Frauen ich verloren habe, was für komische Sachen ich gemacht habe, um an diesen Punkt zu kommen, wo ich jetzt gerade bin. Das heißt nicht, dass du auch die gleichen doofen Sachen machen musst, denn ich kann dir jetzt sagen, was bescheuert war und was du am besten nicht machst, was aber auch gut war. Aber du wirst trotzdem viele Sachen falsch machen und du musst bereit sein für diese Fehler. Wenn du nicht bereit bist für diese Fehler, dann hast du ein gigantisches Problem. Wenn du dir denkst, hey, ich will diese Frau nur ansprechen, wenn alles perfekt ist, wenn die Umgebung perfekt ist, wenn ich gerade in der perfekten Stimmung bin, dann hast du verloren. Dann wirst du keine Frauen kennenlernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sei dir bewusst, dass dieser Frauen-Kennenlernen-Prozess ein Prozess ist, der auch wehtut, der auch aus Fehlern besteht. Die nächste Sache beim Frauen-Kennenlernen, die elementar wichtig ist, es geht beim Frauen-Kennenlernen, gerade im Club, da ist das nochmal wichtiger. Es geht beim Frauenkennenlernen nicht darum, logisch zu sein, viele logische Gespräche zu führen, ihr von deinem Job zu erzählen, von ihrem Job zu erfahren, ihr zu erzählen, was du für ein Auto fährst, was deine Lieblingsfarbe ist. Es geht vielmehr darum, wenn du eine Frau kennenlernst, dass ihr beide zusammen Spaß habt. Ja? Es geht darum, dass du Spaß mitbringen kannst, dass du Lockerheit, Entspanntheit mitbringen kannst. Wenn du Spaß, Lockerheit, Entspanntheit, so ein bisschen Flirtiness und so ein bisschen, ich gebe keinen Fuck, so eine Laissez-faire-Einstellung, so naja, alles gut. Wenn du sowas mitbringen kannst, dann ist das super, super wertvoll für die Frau. Was nicht wertvoll ist für die Frau, ist, wenn du sie interviewmäßig ausfragst, was denn in dem Leben abgeht. Das ist absolut nicht wertvoll für die Frau. Ganz witziges Beispiel, ich habe letztens mit jemandem telefoniert, der bei mir bald Coaching machen wird und der hat mich einfach so ein bisschen gefragt, so hey Tim, wie war das denn, wie waren deine Erfahrungen, wie hast du das gelöst, wie hast du das gemacht? Also er hat so ein bisschen Interviewmodus mit mir gemacht, mit mir als Coach einfach, als diese Coach-Persönlichkeit. Und das war in Ordnung, denn wir waren ja auch in einem Verkaufsgespräch, vollkommen legitim. Ich habe ihm dann aber gesagt, dass wenn er wirklich einen Mentor finden möchte und wenn dieser Mentor ihm freiwillig und gerne sein Wissen geben möchte, dann muss er diesem Mentor Spaß machen. Da muss er diesem Mentor eine gute Zeit bringen können und nicht Interview, weil
diese Sachen, die die Frau dir erzählt im Interview, so hey, wo kommst du her, was machst du, was ist dein Job, das sind Sachen, die weiß die Frau doch schon so, das hat sie doch schon tausendmal erzählt, das ist ihr doch kackegal, ja, das gibt ihr doch gar nichts. Aber wenn du hinkommst und du hast Spaß, du bist ein bisschen spielerisch mit ihr und du lachst so ein bisschen und dann fängt sie vielleicht auch an zu lachen, du bringst sie zum Lachen, weil du einfach Humor hast, weil du entspannt bist, weil du das Leben und dich selbst nicht zu ernst nimmst, dann gibst du ganz, ganz viel Wert, dann bist du ganz, ganz wertvoll für die Frau, denn das können die wenigsten Leute. Und das Tolle ist, in dem Moment, wo du dich selbst und das Leben nicht so ernst nimmst, wo du spaßig bist, wo du humorvoll bist, gibst du der Frau die Erlaubnis, sich auch mehr fallen zu lassen. Und wenn du das hinbekommst, wenn du einer Frau regelmäßig die Erlaubnis geben kannst, sich mehr fallen zu lassen, ja, ich meine mit Erlaubnis nicht, dass die Frau deine Erlaubnis braucht, um sich fallen zu lassen, nur wenn jemand in unserer Umgebung sehr lustig drauf ist, sehr positiv, gerade nicht so ernst ist, dann kennst du das wahrscheinlich, fällt man so automatisch mit da rein und lässt sich auch und entspannt sich auch ein bisschen. Und wenn du das für die Frau geben kannst, dann hat das einen gigantischen Wert und du wirst, was das Frauenkennenlernen angeht, enorm besser werden und das auch sehr, sehr schnell. Und der letzte Tipp, gerade für Anfänger, wenn du anfängst, Frauen kennenzulernen, dann versteif dich nicht sofort auf die erste, ja? Nur weil die eine Frau jetzt ihre Telefonnummer gibt, heißt es nicht, dass du all deine Energie jetzt in diese Frau investieren musst, ja? Lern weiter Frauen kennen, du bist wahrscheinlich gerade am Anfang und lern erstmal ein paar Frauen kennen, krieg erstmal ein Gefühl dafür, was du überhaupt magst in einer Frau, was dir überhaupt wichtig ist, bevor du dich wirklich auf eine Frau intensiver einlässt. Denn was sonst passiert, ganz am Anfang bist du noch viel zu abhängig, um überhaupt mit einer Frau ordentlich umzugehen. Ja? Angenommen, du hast in deinem Leben noch nie eine Frau auf der Straße kennengelernt oder im Club und dann passiert das, dann bist du so, wow, das war so krass, sie ist so eine krasse Frau, sie ist so toll, sie ist so einzigartig, ich finde sie so großartig. Ist ja alles schön, ist ja alles gut und schön. Aber das Problem an der Sache ist, in dem Moment, wo du noch nicht das Gefühl hast, okay, schöne Frauen gibt es da draußen wie Sand am Meer, denn so ist das. Solange du dieses Gefühl noch nicht hast, wirst du ganz schnell abhängig von dieser Frau, ja? Dann rennst du ihr hinterher, schreibst ihr jeden Tag, rufst sie ständig an und natürlich geht dir das auf den Sack. Das würde dir ja auch auf den Sack gehen, wenn jemand dich ständig anrufen würde und dir ständig auf den Sack gehen würde, so. Vor allem, wenn du die Person noch gar nicht so gut kennst. Das heißt, wenn du dieses Verhalten bei dir beobachtest, dann sorg dafür, dass du mehr rausgehst, mehr Frauen kennenlernst und bei dir muss sich dieses Wissen einstellen, okay, es gibt da draußen viele schöne Frauen, die ich kennenlernen kann zu jedem Zeitpunkt. Denn so ist es. Wenn ich heute rausgehe und ich spreche 10 Frauen an, was nicht, das dauert nicht lange so, also ich rede von kurzen Gesprächen, um rauszufinden, ob sie mir gefallen. Das dauert nicht lange, das sind so Gespräche, die gehen vielleicht 1 Minute, 1,5. Ja, wenn ich 10 Frauen anspreche, dann treffe ich mindestens eine Frau, mit der ich eine wirklich krasse Connection habe. Und krasse Connection heißt einfach, dass wir auf jeden Fall im Bett landen und dass da auf jeden Fall auch mehr draus werden könnte. Ja, ich treffe eine Frau von 10, mit der ich eine krasse Connection habe. Und davon noch 3, mit denen ich mich auch ganz gut verstehe. Und dann vielleicht noch eine, mit der ich mich nicht so gut verstehe, aber mit der ich theoretisch Nummern tauschen könnte, wenn ich wollte, was ich nicht will. Das heißt, es benötigt einfach nicht viel, um eine tolle Frau kennenzulernen, die dir auch gefällt und wo ihr euch gegenseitig gefällt. Du musst das nur erstmal merken. Du musst nur erstmal so oft rausgegangen sein, dass du merkst, okay, da draußen ist einfach viel. Ja, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Haben sie wirklich, ja, ganz schön viele schöne Töchter. So, als hätten sie ganz viele gemacht. 5 auf einmal. Also, so viele Frauen. Es gibt so viele Frauen da draußen. Und wenn dir das jetzt noch nicht klar ist, dann geh raus und merke das, ja. Und nur weil ich dir das jetzt gesagt habe, heißt das nicht, dass es Realität für dich ist. Ich kann dir sagen, hey, es gibt so viele schöne Frauen da draußen. Für dich kann das einfach, muss das keine Realität sein. Das wird dann Realität, wenn du rausgehst und das selber merkst. Deswegen geh regelmäßig raus und lern Frauen kennen. Versteif dich nicht auf die eine Frau, die du am Anfang kennenlernst, nur weil sie die erste Frau ist, die du angesprochen hast, die erste Frau, die gut reagiert hat. Boy, es werden noch so viel weitere Frauen gut reagieren, du wirst noch so viel weitere Frauen ansprechen. Ganz entspannt. Wenn du dich jetzt auf diesen Weg begibst, dann bist du ein King in ein paar Monaten, ein paar Jahren, je nachdem, wie lange es dauert. Und ich freue mich schon, von dir zu hören und von deiner Entwicklung. Schön, dass du dabei warst beim Video. Klick doch mal auf den Link, um dir das Gratis-E-Book runterzuladen. Auf das Bild habe ich dir ja vorhin schon mal gesagt. Da bist du Teil meines Online-Coachings und lernst eben nochmal ganz viele wichtige Sachen. Thema Frauen kennenlernen, Frauen verführen, Frauen erobern. Alles, was du wissen musst, sind Informationen. Die bekommst du auch nicht hier oder auf meinem Podcast, sondern die bekommst du nur im Online-Coaching. Deswegen trag dich da auf jeden Fall ein. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns jetzt lass mich nicht lügen, was haben wir denn heute? Wenn wir uns am Donnerstag wiedersehen, heute ja, Samstag. Und bis dahin wünsche ich dir eine geile Woche. Geh am Wochenende raus, lerne ein paar Frauen kennen, schreib mir in die Kommentare, wie es gelaufen ist. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.